Der Grundgedanke ist, nicht den Leuten mit großen, starken Steuern in die Taschen zu greifen und sie alle noch ärmer zu machen sozusagen, sondern erstmal wirtschaftlichen Erfolg zu erzielen. Also erstmal Deutschland reicher machen. Und dann aus dem Reichtum raus können wir uns überlegen, ob wir die Klimaziele bezahlen, die die jungen Leute wollen. Das ist aber der zweite Schritt. Und der erste Schritt muss lauten, ich mache mal ein Beispiel, 20 Reformen, Gesundheitsreform. Da drüben wäre jetzt mein Hausarzt. Und der würde mir in Zukunft, der würde erstmal entlastet von dem ganzen Papierkrieg. Völlig weg. Da hat er 50% Zeit, Gesundheitskurse mir anzubieten, kostenlos, Ernährungskurse, Sportkurse, Sportverein kostenlos, völlig kostenlos, Tanzveranstaltungen ohne Alkohol und Zigaretten. Und so versucht er, alle seine Versicherten ein Stück zu verführen, zu nachdenken über gesünderes Leben. Der Tablettenkonsum geht ein Stück zurück. Wir sparen jedes Jahr 70 Milliarden ein, hat das der Chef des Patientenverbandes hat er berechnet, ein Arzt, ja. Und von den 70 Milliarden müssen wir einiges aufwenden, um die Pharmaindustrie zu helfen, das zu überstehen, wenn in Deutschland der Tablettenmarkt runtergeht. Chemotherapeutika werden seltener verkauft, die Leute bekommen seltener Krebs und so weiter. Und dann können wir von den frei werdenden Geldern, wenn da noch 50 Milliarden pro Jahr übrig sind, können wir uns überlegen, was wir im Klima unterstützen, aber ohne die Gesellschaft arm zu machen und die Wirtschaft zu ruinieren. Ja? Was halten Sie von diesem dritten System der zweiten Scientists for Future? Das klingt jetzt erstmal natürlich sehr klar und sehr logisch und sehr einfach. Ich mache mir nur Sorgen, weil... So einfach ist es halt meistens nicht. Deswegen haben die Professoren 51 Jahre an den Details gearbeitet, weil es im Detail total schwierig ist. Ja. Gehe mal schwer davon aus, dass wie oft in der Demokratie der Mittelweg beschritten werden muss und dass keine der extremen Forderungen letzten Endes ihr Ziel erreichen wird. Man wird sich immer der Waagschale ähnlich auf den Mittelweg einigen müssen. Es gibt das ist ja für die Professoren, ist das ja der Mittelweg zwischen den Maximalforderungen der jungen Leute, die am liebsten die Firmen alle enteignen würden, ja, und dem Radikalkapitalismus, der sagt, lasst uns doch Profite machen wie bisher. Ja? Und jetzt heißt es dann, lasst uns doch die Profite gönnen. Wir gönnen jeder Firma ihre Profite, aber machen wir sie doch ein Stück abhängig von unserer Gesundheit. Also mein Hausarzt quasi, für jeden gesunden Monat kriegt er dann, ich vereinfache jetzt total, es ist in Wirklichkeit viel komplizierter, genau auszurechnen, welcher Hausarzt eine gesundheitsförderliche Wirkung auf die Versicherten hat und welcher weniger. Das lässt sich aber errechnen. Und danach richtet sich dann das Gehalt. Auch die Konzerne, der Lebensmittelhändler Rewe zum Beispiel, wird dann einen Gewinnzuschlag aus der Krankenversicherung bekommen, wenn ich mit meiner Karte dort häufiger einkaufen gehe und typischerweise seltener krank werde, als bei meiner Vorgeschichte zu erwarten wäre, dann gibt es einen Gewinnzuschlag. Und dadurch hat er, sagt sich der Rewe-Händler, ich denke mal neu, nicht Zuckerwaren verkaufen, sondern gesundes Gemüse ohne Glyphosat und andere Pestizide. Also er denkt völlig neu und macht aus seinem Markt einen Gesundheitsmarkt. Ja, also, aber Sie haben recht, das ist schwierig im Detail, aber das haben 51 Jahre haben gereicht, um das zu lösen. Ja, aber so in der Summe klingt es recht vernünftig oder so. Jedenfalls nicht völlig verrückt. Es klingt nicht völlig verrückt, aber es ist ein Ansatzpunkt, dass man die Gesundheit der Bevölkerung eigentlich auf die erste Stufe hält. Und dann sind wir ja direkt an der Natur dran. Ja. Weil ohne eine vernünftige und funktionierende Natur brauchen wir uns über Gesundheit, glaube ich, auch keine Gedanken mehr machen. Weil genau, deswegen die Professoren sagen, Umweltschutz muss zum Konzernziel werden, weil ich habe gesunde Kunden nur, wenn ich die Umwelt auch repariere. Das klingt nach einem guten Ansatz. Ja. Würde mich dann interessieren, wie das im Detail dann wirklich aussieht. Ja, ja. Kann man mal unterstützen, kann man mal mitdenken. Ja, weiterdenken. Ja, danke.